Die Landesregierung setzt auf einen Verkehrsmittelmix, einen ausgewogenen Verkehrsmittelmix. Und das bedeutet, dass jeder Verkehrsträger praktisch seine individuellen Stärken ausspielen kann. Der öffentliche Personennahverkehr, der Fahrradverkehr, aber auch der individuelle Personenkraftverkehr. Bei der Elektromobilität gibt es, das wissen wir ja, nach wie vor auch Probleme hinsichtlich der Reichweite und der Erreichbarkeit. Deswegen hat die Landesregierung das Ladeinfrastrukturkonzept auf den Weg gebracht. Unser Ziel ist es, dass praktisch jeder Mann innerhalb von 15 Minuten eine Ladesäule erreichen kann, sodass dann auch die Infrastruktur vorgehalten ist und die Elektromobilität in dem Land weiter vorangebracht werden kann. Wir haben uns vorgenommen, das jetzt natürlich alles auf den Weg zu bringen. Das Konzept liegt vor, aber klar ist auch, die Landesregierung selber betreibt und baut keine Ladeinfrastruktur, sondern sie gibt im Grunde die Fördermittel. Das muss jetzt aus der Wirtschaft kommen. Und deswegen haben wir ja beispielsweise auch, um die Wirtschaft stärker zu überzeugen, das Projekt Mission E auf den Weg gebracht. Da kann jedes Unternehmen sich praktisch eine Woche lang mal mit einem Elektrofahrzeug auf den Weg machen und sich davon überzeugen, dass das auch funktionieren kann.